Hallo, hier ist Johannes von Android Pit und heute haben wir zwei der absoluten Top-Seller dieses Jahres für euch im Vergleich. Einmal das Galaxy S4, Samsungs Flaggschiff des Jahres, wahrscheinlich das bestverkaufte Android-Smartphone, und das iPhone 5S, brandneu, gerade erschienen. Das Flaggschiff von Apple, auch jetzt schon ein Bestseller. Und diese beiden vergleichen wir heute. Das eine wuchtig, das andere handlich und kompakt. Das eine aus glänzendem Plastik, das andere mit einem Metallbody. Die Unterschiede zwischen dem iPhone 5S und dem Galaxy S4 sieht man sofort. Das Galaxy S4 ist das Topmodell von Samsung für das Jahr 2013. Es ist schon ein paar Monate alt und hat sich seitdem auf dem Smartphone-Markt bewährt, wurde viele Millionen Male bestellt. Es hat einen Plastikbody, wir sehen auf der Rückseite das glitzernde Disco-Kugelmuster. Der Rahmen ist im Aluminium-Look gehalten, allerdings ebenfalls aus Plastik. Die Tasten sind klein und dezent an der Seite untergebracht. Das iPhone 5S ist gerade frisch auf dem Markt erschienen. Hier setzt Apple seine bekannte Designsprache fort und hat es, wie das iPhone 5, auch schon in einen Alubody gekleidet. Es hat ein 4-Zoll-Display und ist dementsprechend wesentlich kleiner als das Galaxy S4. Der Metallrücken lässt es schön in der Hand liegen. An der Unterseite des iPhone 5S sind zwei Stereo-Lautsprecher angebracht. Rechts sehen wir den Schlitz für die Nano-SIM, auf der Oberseite ist der Power-Button. Die Lautstärkeknöpfe sind in gewohnter iPhone-Manier rund gehalten. Schauen wir uns jetzt den Sperrbildschirm an. Beim iPhone 5S hat man direkt aus dem Sperrbildschirm Zugriff auf einige Schnellfunktionstasten, wie wir es auch von Android kennen. Wir können zum Beispiel die Display-Helligkeit verstellen oder auf den Musikplayer zugreifen. Mit einem Wisch von oben bekommt man zudem einen Überblick über die aktuellen Benachrichtigungen und zum Beispiel über das Wetter oder den Kalender. Entsperren lässt sich das Display entweder durch Schieben oder über den Fingerabdruck. Beim Galaxy S4 haben wir auch direkt aus dem Sperrbildschirm Zugriff zum Beispiel auf die Kamera. Andere Widgets können ebenfalls im Sperrbildschirm abgelegt werden. Durch einen Wisch von oben nach unten bekommen wir die Schnelleinstellungen zu sehen. Ein Wisch über das Display entsperrt das S4. Es gibt allerdings auch noch andere Entsperrmöglichkeiten. Bei den Displays zeigt sich der Unterschied zwischen dem LCD-Display des iPhone 5S und dem AMOLED-Display des S4. Für unser Video haben wir beide Displays auf die gleiche Helligkeit geregelt, aber wenn wir ein Foto im direkten Vergleich betrachten, sieht man den Unterschied deutlich. Das Display des iPhone 5S ist insgesamt etwas heller, das des S4 ist etwas dunkler, zeigt dafür aber die stärkere Sättigung. Beim S4 sieht man zudem einen leichten Grünstich, während das iPhone einen leichten Magentastich hat, also ins Rötliche geht. Wenn man beide Handys ein wenig schräg dreht, sieht man sofort, der Betrachtungswinkel ist beim S4 insgesamt besser als beim 5S. In der Menüführung gibt es deutliche Unterschiede. Beim S4 sind die Apps im sogenannten App Drawer angeordnet. Durch Wischen gelangt man auf die einzelnen Seiten. Ein Tab daneben sind die Widgets. Ein Wisch von oben nach unten führt zu den Schnelleinstellungen und zu einer Schaltfläche, mit der man in das Einstellungsmenü gelangt. Die verschiedenen Punkte sind in vier verschiedenen Reitern angeordnet. Beim iPhone 5S liegen alle Apps auf dem Homescreen. Ihr müsst nach links und rechts wischen, um sie zu erreichen. Wie auch bei Android-Smartphones gibt es hier Ordner. Per Drag and Drop können Symbole verschoben werden. Das Einstellungsmenü sieht beim iPhone hell und clean aus, fast als wäre es von Android. Alle Punkte sind hier in einer Liste angeordnet. Multitasking können beide Geräte. Beim iPhone muss man dafür zweimal auf den Home-Button drücken. Dann öffnet sich eine Ansicht, in der die geöffneten Apps horizontal angeordnet sind. Darunter sind kleine App-Icons. Beim Samsung muss man lange auf den Home-Button drücken, um die Multitasking-Ansicht zu öffnen. Hier sind die Symbole vertikal angeordnet. Was die Performance angeht, so konnten wir in unserem kleinen Alltagstest kaum einen Unterschied festmachen. Manchmal war das iPhone etwas schneller, manchmal das S4. Insgesamt kann man aber schon sagen, dass beide auf gleicher Höhe liegen. Was aber auffällig ist, Scrollgesten verarbeitet das S4 deutlich flüssiger als das 5S. Um ans Ende eines Artikels zu kommen, muss man beim 5S ungefähr doppelt so oft wischen wie beim S4. Zuletzt noch ein paar Sätze zur Kamera. Beim iPhone 5S gelangt man direkt aus dem Lockscreen in die Kamera-App. Im Interface sind die wichtigsten Funktionen direkt verfügbar, zum Beispiel Blitz an-aus oder HDR an-aus. Die Kamera des iPhone ist ziemlich flott, schießt Fotos ohne Verzögerung und ist quasi direkt danach wieder startklar. Auch beim S4 gelangt man in die Kamera direkt aus dem Lockscreen, allerdings braucht sie einen Tacken länger, um startklar zu sein. Auch hier ist die Kamera sehr fix und löst quasi ohne Verzögerung aus. Wie sich die Qualität der beiden letztendlich unterscheidet, das muss man am Computerbildschirm betrachten.
In unserem Schnellcheck am Display liegen beide quasi gleich auf. Ja, das war unser kleiner Vergleich zwischen dem Galaxy S4 und dem iPhone 5S. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen in die Android-Welt von Galaxy und in die iOS-Welt vom iPhone. Ja, welches der beiden besser ist, das entscheidet letztendlich vor allem der Geschmack. Für mich ist beim Galaxy S4 der große Vorteil der große Bildschirm. Das Design mit dem Plastikgehäuse und so ist Geschmackssache, mein Ding ist es nicht. Deswegen auch für mich der große Vorteil beim iPhone, auf jeden Fall das schicke Alu-Gehäuse und die gute Handlichkeit.